Jo, willkommen zurück im goldenen Zeitalter. Oder so ähnlich. Also, sieht ja echt gut aus. Aber kümmern wir uns um die Sachen, die noch so anstehen. Also, anstehen tut noch Flammenwerfermunition. Wollte ich hier oben irgendwo machen bei dem Schweröl und Leichtöl. Also hier dann wahrscheinlich. Muss dann eine Chemical Plant gemacht werden. Da. Setze sie einfach hier hin, dann bekommt sie von da Schweröl, von da irgendwo Leichtöl und gut ist. Strom könnte ein Problem werden. Deswegen müssen wir das Muster hier mal erweitern. Die ganzen alten Sachen hier gleich weghauen. Wie solche Untergrundpelz zum Beispiel. Da bist du. Ja, setz dich mal hier hin. Den Platz hier nutzen wir noch nicht wirklich. Ich muss das irgendwann alles mal optimieren mit den Flüssigkeiten, aber bis dahin können wir es auch ein bisschen querbeet alles haben. So, so. Achso, erstmal gucken, wo was hinkommt. Du stellst bitte hier das da. Ja, ist nämlich falsch. So. So wäre richtig. Leichtöl. Und Schweröl. Darunter. Da hoch, darum so. Schweröl dann so. Achso, und Eisen. Können wir dich effektivisieren? Nein. Können dich beschleunigen, aber das sollte eigentlich hinhauen. Das heißt, du bekommst jetzt hier ein Ärmchen, eine rote Kiste. Bist doch im Einzugsgebiet der Roboter, ist alles gut. Ja, haben wir jetzt alles für. Wo bist du überhaupt? Für dich. Du hättest gerne das da, das da, das da, nicht das da, das da und Advanced Batteries. Und von allem sagen wir mal 50 Stück. Ja, bei den Advanced Batteries sagen wir mal 20 Stück, weil die sind echt ganz schön happig herzustellen. So, 50, 50, 50. Und dann kommt das bitte da rein und wird beschränkt auf 2 Stacks. Oh, die stacken auf 500. Auf 1 Stack. So, Ärmchen hättest du auch noch gerne, hm? So. Ja, schaut gut aus. Dauert eine ganze Weile. Guck mal, ob ich das mir leisten kann, das hochzupumpen. Ist fast ein MW, die alleinzige, die eine Fabrik da. Aber trotz Beschuss kommt Wind hinterher, zumindest tagsüber. Okay, ich sollte vielleicht nicht wieder alle reintun. Ich hoffe mal, dass hinterher kommt. Zumal die Dietech-Forschungsdinger ja auch nicht überall gebraucht werden. Später vielleicht mehr, aber das muss ich dann gucken. Wir hatten es auch so eingestellt, dass die Ditec-Forschungsanlage automatisch sich die Sachen nimmt, die sie braucht. Also ich hatte von vornherein, glaube ich, alle Arten von Science Packs da reingetan. Genau. Und da sind auch schon die ersten War Science Packs. Das dauert noch, bis sie das füllt, aber ist okay. Dann hätte ich gerne die besseren Batterien jetzt hier drin. Damit das da länger hält. Ja. Dann haben wir jetzt hier 6 Schilde, 2 Reaktoren, 4-mal schneller laufen und Batterien noch und nöcher. Sollte soweit okay sein. Ich mache noch einen Blick hier drauf, ob irgendwas an Ressourcen gerade tierisch knapp ist. Rote Chips. Darum kümmere ich mich noch kurz und damit wieder getötet. Und vielleicht ein wenig Kupfer abgebaut. Und das würde ich ganz gerne irgendwo einlagern. Ich hätte gerne das Feld hier weg. Und dafür einen richtig, richtig... Oh, hallo. Richtig, richtig großen Vorrat an Kupfererz. Im Gegensatz zu den 20.000, die wir jetzt schon haben. Ja, also rote Chips. Ihr seid alles noch Dreier-Assembly-Machines. Mach mal bitte... Daraus die besseren Batterie abbrechen. Dann ersetzen wir die mit lilanen Assembly Machines, machen die super produktiv. Das müsste noch, glaube ich, ein Slot dazu kommen.
Ja, ein Slot kommt hinzu und allgemein sind die auch so schneller. Crafting Speed 1,75, Crafting Speed 1,25. Und irgendwie arbeitest du nicht. Ich setze mal noch ein Item-Collector hin. Vielleicht ein bisschen weiter vorne. Ah, das ist sehr komisch. Also du dampfst und du auch. Werden die jetzt doch wieder eingesaugt? Sehr verwirrend. Also bis vor kurzem hatten sie ja so gearbeitet, dass sie einfach alles in ihrem Umfeld eingesaugt haben. Sogar ziemlich schnell. Krass schnell. Das wurde dann als überpowered angesehen, was ja auch stimmt. Und da wurde so umgebaut, dass die Item-Kollektoren nur noch Gegenstände auf dem Boden markieren mit einem X. Und dann kommen die Roboter angeflogen und holen die. Aber selbst das scheinen die jetzt nicht mehr zu machen. Brauchst Strom, richtig? Ja, gleich. War da gerade Geld? Da ist Geld. So, weil ich zu weit weggelaufen bin. Ja, okay. Setz dich mal dahin. Weil du dampfst. Das machst du toll. Ich hätte aber gern, dass du Sachen markierst. Was war das? Achso, das war nur irgendein Roboter, der mich befüllt hat. Ah. Okay, du arbeitest doch, aber du arbeitest viel zu langsam. Okay, und da du auch dampfst, gehe ich davon aus, dass du auch irgendwann mal arbeitest. Also ich baue mal ein paar davon und verteile die jetzt hier und hoffe, dass die irgendwann mal hinterherkommen. Sehr kurios. Ja, hier sind überall noch Leichen. Item-Kollektor. Zack. Item. Hier, ja, hier fehlen auch welche. Dezent. Bauen wir ein paar mehr, damit die auch hinterherkommen. Hier schaut's gut aus. Ich glaube, da oben war noch so ein Sammelbecken an Leichen. Kriegen wir vielleicht auch wieder ein paar Knochen. Jo, da. Ganz, ganz viel. Also die Dinger dampfen, also arbeiten sie wohl auch, aber nicht schnell genug. So, jetzt sind hier 1, 2, 3, 4 in dem Einzugsgebiet. Ich starre jetzt auf die Leichen und warte, bis was markiert wird, weil da ist auch eine Königin bei. Zwei Königinnen. Richtig? Ja, weiter Queen Corps. Komm schon. Stark wurden die Dinger genervt. Das ist doch... Also gefühlt ein Item-Kollektor alle 5 Minuten eine Markierung. Oh, und ihr seid langsam. Warte mal. Ja, ja. Ihr werdet alle wegsortiert. Dafür, dass ihr mich befüttern wollt. Ich muss gleich mal gucken, wie viele aktive Roboter wir überhaupt noch haben. Nicht, dass das irgendwann ein Problem wird. Da ist gerade einer verschwunden, hätte ich schwören können. Nö. Passiert gar nichts. Sehr kurios. Also es kann sein, dass wegen den Mauern das nicht funktioniert. Aber die Dinger vor die Mauer zu setzen, ist ein wenig tödlich, oder? Starr ich jetzt nochmal auf die Leichen? Nö. Produziert nur Dampf. Da hat sich, glaube ich, gerade irgendwas bewegt. Aber das sollte doch gar nicht mehr passieren. Die sollten doch gar nicht mehr einsaugen. Und wenn sie es einsaugen würden, müsste es doch in deren Inventar sein. Das ist alles. Sehr komisch. Du bleibst jetzt einfach mal da zur Strafe, weil du nicht ordentlich arbeitest. Du wirst gleich von einem Biter nicht aufgefressen. Aber beim nächsten Mal vielleicht. So, was bist du? Du kannst weg. Du bist zu langsam und ich gehe mal kurz zu Skynet, baue Skynet um und schmeiß die alten Roboter da rein. Wo warst du, Skynet? Sieht alles jetzt so anders aus hier, weil ich so viele Sachen rausgepflückt habe. Aber eigentlich war Skynet hier, ja. Lass mich mal da durch. Da, du baust bitte die besseren Construction Bots.
Nein, die besseren Logistikbots. Und kriegst hier ein bisschen was zum Spielen. Hier ist ein paar blaue Chips. So, alle meine blauen Chips sind weg. Dafür haben wir fast alle Roboter weiterverarbeitet. Sauber. Und wir haben genug Roboter, die nichts zu tun haben. Wobei, das könnten die ganzen Construction Bots sein, die wir gar nicht wirklich brauchen. Ja, du... Stell mal um auf die da. So. Hast du keine roten Chips? Du hättest gerne rote Chips. 100 Stück, damit sie da reingelegt werden können. Gut, also. Gerogon der Zukunft. Skynet arbeitet wieder. Gut. Wir haben immer noch zu viel Stein. Bin ich gefüllt mit Landfill? Gib mir bitte... Bigger Landfill. 100 Stück. Und dann mache ich irgendwann den See da oben zu, wenn das so weitergeht. Lauf, 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 lauf. Oh. Was machen die lila Kisten hier? Komm mal mit. Das Ding hier sollte ich nicht zumachen wegen Wasser. Ja, das bleibt mal da. Der See da oben ist auch, glaube ich, für irgendwas Wasserartiges da gewesen. Nö, ich habe gar nicht mehr so viel, was ich zumachen könnte. Das heißt, ich schmeiße das jetzt einfach mal irgendwo hier rein. So. Langsam, langsam. Weg mit dem langsamen, her mit dem schnellen. Eigentlich wollte ich töten und dann wollte ich noch irgendwas. Rote Chips wollte ich machen. Mit den schnelleren Fabriken, genau. Wo sind die schnelleren Fabriken? Da. Zack, zack, zack. Das heißt, ich werde gleich keine grünen Chips mehr haben. Aber gut. Besser, besser, besser. Ihr verbraucht jetzt jeweils 2,7 MW. Jo. Gut. Wir haben 8600 grüne Chips noch. 1200 blaue. Wir haben kaum lila, ne? Die kommen später. Obwohl die eigentlich jetzt durchgehend gegossen werden müssten, aber wegen dem Slack-Problem und den nicht abgetransportierten Steinen, das ist nicht so schön. Genau, du bist doch nicht so schnell, wie ich dachte. Jetzt weiß ich, die Ärmchen sind zu langsam. Ah, okay. Du... Er kommt immer noch nicht hinterher. Hm. Da bräuchten wir jetzt echt so ein super schnelles Ärmchen. Oh, na gut. Hm, töten. Wir werden von Osten angegriffen, wir werden von Süden angegriffen. Haben wir irgendwo einen Ausgang? Da haben wir einen Ausgang. So. Ich hätte gerne... Oh, hallo. Direkt vor der Haustür. Was ein bisschen dreist. Oh, hallo Königin. So, die Schnellen müssen weg. So. Einmal einen Bogen laufen. Oh. Zwei Spawner kaputt und rein da. Ihr könnt... Stimmt. Tore gehen nicht instant zu. Da sollte ich vielleicht vorsichtig sein. Pio, 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 pio. Batterie übrigens immer noch voll. Ganz viel Smaragd. Ein paar Science Packs. Apropos, verarbeiten mal die da. Gut. Wieder raus. Und da wurde was markiert. Also es funktioniert. Aber halt echt tierisch langsam. Das da weg. Würmer weg. Würmer weg. Und lass sie nach Hause laufen. So. Wobei, hier sind wir an einer anderen Stelle, ne? Ja, hier ist nur ein Item-Kollektor. Ja gut, das ist denn einzusehen, dass der ein bisschen länger braucht. Forschung.
noch mehr Pew Pew. Ich glaube, wir haben langsam keine Alien Science Packs mehr.